Alles in Ordnung. Mögen die... Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Möge Ma... Wie kann ich euch helfen, meine Tochter? Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand. Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz, daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Hier, bitte. Und vergesst nicht, dass die Leute in Himmelsrand auf eure Taten reagieren. Viel Glück. Möge Mara euch segnen. Aber natürlich, im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen je... Danke. Ich verspreche euch, dass damit... Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehnen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Dieser Tempel ist Mara und dem Licht der Liebe gewidmet, das sie auf uns herabscheinen lässt. Aber ich bin nur ein einfacher Altardiener. Wenn ihr Maras seht, bis dann... Mögen ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren. Lady Mara heißt euch im Schoße ihrer Güte willkommen. Ein Amulett von Mara. Dann wollt ihr also heiraten? Ein fauler Taugenichts, oder? Er schickt euch hier runter, wenn ich nur einen Steinwurf von der Festung entfernt bin? Hier ist das Schwert. Sagt Harald, er soll die Mauern ganz lassen, dann bleibt auch sein Schwert in besserem Zustand. Lasst euch mal wieder blicken. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Was? Akademie-Magier überhaupt in Saartal zu suchen? Das ist ein Ort für die Toten der Nord, nicht für eure unheilvollen Experimente. Ja, Dovahkiin, kann ich euch helfen? Ich kenn dich. Wo war... Ist doch gleich... Wolltet ihr mir nicht... Das hat ja ganz schön gedauert. Hier bitte. Für eure Umstände. Mein Titel ist nur eine Formalität. Ihr braucht gar nicht weiterzureden. Sibi und Louis Letouche? Nun, Sibi ist im Kerker und Letouche kann es gerne versuchen. Gegen meine Leute wird er nicht ankommen.
Wirklich? Das ist ja interessant. Dann solltet ihr wissen, dass Louis und ich alte Bekannte sind. Wisst ihr was? Tut zunächst, was er verlangt. Ich behalte euch beide im Auge. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich die Sache mit Louis regeln. Was wollt ihr wissen? Mit dem Bauch von... Hier. Ein feines Kuh. Das wäre jetzt was. Der Importierte. Nur ein kleiner. Wisst ihr, der zwinkernde Skewer ist nicht nur die beste Herberge in Einsamkeit. Es scheint immer mehr zu gehen. Wollt ihr mir etwas Besonderes verkaufen? Ich hoffe, ihr den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal sehen. Ich hoffe, ihr den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal sehen. Denkt an mich, wenn euch noch was...
Glaubt bloß, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Schön, dass ihr hier... Den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal sehen. Wenn ihr zurück nach Rifton geht, sagt Delvin, dass diese neue Abmachung ziemlich gut funktioniert. Was benötigt ihr, mein Tag?
Ich hab... Ihr stammt auch nicht von hier, was? Erlebt. Größe, das Elfenbein dieses Stoßzahns. Perfekt. Wenn ich das ein... Nein. Hier, nehmt das. Das ist das Mindeste, das ich für euch tun kann. Seht es euch an. Passt auf euch auf, Landläufer. Wenn ihr irgendetwas habt, das ihr zu einem fairen Preis verkaufen wollt, mir gehört der verpfändete Pfifferling drüben beim Markt. Einprägsam, nicht wahr? In meiner Jugend war ich Fischer. Ich hab den... Es wäre klüger gewesen, wenn ich das Boot behalten hätte. Die richtige Frage wäre, was stimmt denn mit Rifthon? Die Stadt ist korrupt. Durch und durch. Alle sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und damit möglichst viel Profit aus dem Leid anderer zu schlagen. Die Obrigkeit? Sagt mal, hört ihr mir eigentlich zu? Die sind doch alle korrupt. In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Bis zum nächsten Mal. Perfekt. Einfach perfekt. Jetzt dürfte meine Ware auch in nächster Zeit frisch bleiben. Und hier, wie versprochen, meine Belohnung. Ich hoffe, sie gefällt euch. Vielen Dank nochmals für die Eisgeist-Zähne.